Lieber Herr Scherzer, liebes Team von Scherzer Touristik, ich freue mich mit Ihnen gemeinsam über das vorgezogene Weihnachtsgeschenk, das die gestrigen Beschlüsse des Kabinetts für Ihre gesamte Branche, ja für die Reisebustouristik in Bayern bedeuten. Wir bewegen uns seit vielen, vielen Monaten zwischenzeitlich in schwierigsten Zeiten für Ihre gesamte Branche und uns ist es gemeinsam seit an seit immer wieder gelungen, ungebührliche Härten zulasten der bayerischen Reisebustouristik in Relation zu den Mitbewerbern aus anderen Bundesländern abzumildern. All das immer unter dem Eindruck des Infektionsgeschehens und der Notwendigkeit, Sicherheit für Ihre Gäste zu schaffen, aber auch mit dem Ziel Ihrer Branche die Chance zu geben, Ihrem Beruf nachzugehen. Und in gleicher Weise ist es uns auch gestern wieder gelungen, im Hinblick auf die Kabinettsbeschlüsse, gerade noch rechtzeitig, bevor die jetzt so wichtige Wintersaison startet. Ich will mich an der Stelle deshalb bei Ihnen bedanken. Von Herzen dafür bedanken, dass wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder einen so kurzen Draht miteinander pflegen konnten, dass ich immer wieder von Ihrer kenntnisreichen Expertise profitieren durfte, Sie mich immer wieder auf den ein oder anderen Strukturbruch hingewiesen haben, den wir anschließend dann politisch gerade gezogen haben. Ich bin dafür sehr dankbar, denn angesichts der größten Herausforderungen in der Nachkriegszeit inmitten dieser Pandemie kann es am Ende des Tages nur so funktionieren, in einem engen Schulterschluss zwischen politischen Entscheidern und dem heimischen, dem regionalen Mittelstand, die täglich an der Front unterwegs sind und deshalb wissen, wo es krankt und welche Dinge entsprechend glatt zu feilen sind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, lieber Herr Scherzer, Ihrem ganzen Team und Ihren Familien von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest und übersende alle guten Wünsche für das Jahr 2022, in dem es uns dann hoffentlich gelingen wird, all diesen Corona-Wahnsinn endlich final hinter uns zu lassen und wieder richtig durchzustarten, uns unser altes Leben zurückzuholen. Und dann freue ich mich auch sehr, dass es dann wieder richtig bergauf geht und zurück zu Normalität und Freiheit geht, auch und insbesondere für Ihre, für den Tourismusstandort Bayern so wichtige Branche.